gut einem Jahr sind wir nach Norwegen gefahren, um in einer traditionellen Blockhütte zu üben und dann im legendären Rainbow Studio Oslo unsere zweite Scheibe aufzunehmen. Die Süddeutsche Zeitung hat das erste Album Nau als bewusst zwischen vielen Stühlen platziert. Wir setzen jetzt noch eins drauf. Die Stühle stehen genremäßig noch weiter auseinander. Wir haben unseren ersten deutschen Popsong eingespielt. A boy comes up on his bike, what is there? Beyond the truth, beyond promises or behave. Das Album 11 Waves ist pianolastiger, blauer, cooler, weiter und genau. Deshalb sind wir in den kühlen Norden zum größten Steinway der Welt gefahren. Seid mit dabei auf der Release-Tour, startend am 14. September im Jazzclub Vera Wort in Regensburg. Und total, euch zu sehen. Dass wir uns belügen, ich will leben. Ich möchte den Sinn bei mir jetzt finden.